Definitiv lohnt sich das nicht, in Firmen zu investieren, die Mundschutz anbieten. Vielleicht ganz, ganz kurzfristig, einfach nur, um einen schnellen Gewinn mitzunehmen, aber das hat mit Investieren nichts zu tun, das ist Spekulation. Spekuliert wird nicht. Gut schon manchmal, aber... Richtige Investition macht mal eine Firma, von der man denkt, dass sie auch 20 Jahre lang noch was zu bieten hat. Siehst du, dem hätte ich auch einfach eine Nate hinpfeffern können. Dann hätte ich meine Quest erledigt, aber ich denke ja an sowas nicht. Ich bin zu dumm für sowas. Und das ist das Problem, das ich mit den Flashbang-Quests habe, dass ich... Also Flashbang- und Granaten-Quests, dass ich einfach nicht... Dass ich einfach kein Spieler bin, der großartig damit arbeitet, sagen wir es so. Und dann denkst du an den Nate und dann fliegt sie nach Timbuktu, Alter. Ich glaube, der wollte eine Mission machen. Okay. So runtergeschossene Rüstungen tragen, Leute, die bringen euch gar nichts mehr. Ich habe tatsächlich gedacht, es wäre ein Scav. Sag mal, was haben die gemacht? Sind die mit ihrem Gear vom letzten Raid nochmal rein, oder was? Ich kann doch nicht schon das ganze Dorf gelootet haben, die Runde ist ja gerade erst losgegangen. Die wollten mit dem Ort escapen und nehmen lieber Sprit mit. Was pimmelst du da hinten rum? Was macht der da? Thank you.
Ja, Postkarten sind sowieso. Die haben null Priorität bei der Post. Vielleicht wäre es echt an der Zeit, dass ich mal einen Scope verwende, mit dem ich solche Entfernungen dann auch bestimmen kann. Ganz sicher, ob der alleine war. Und ich hatte irgendwie das dumme Gefühl, dass ich, als er weggerannt war, noch Füße unter dem Auto gesehen habe, hinter dem er sich zuerst versteckt hatte. Was natürlich komisch wäre, dass da die ganze Zeit sein Kollege gesessen hätte. Naja, klar stört es. Ich meine, mit Bugs zu spielen ist ja jetzt nicht so dramatisch, aber nicht spielen können, das ist schon scheiße. Beim offiziellen Importeur zumindest. Jetzt ist die Frage, habe ich ein oder zwei gesehen? Ich habe schon ein ganz gutes Gefühl, was die Community so bewegt. So. Und auch jemand, der viel Erfahrung hat, spielt scheiße. Was waren das gerade für Easy Kills, Chris? Ach Chris, was ist los wieder? Hör doch auf jetzt! Es ist so zum Kotzen wieder mit mir. Und jetzt sniped mich der Bot hier weg, oder was? Dumme Sau. Ah, könnte ich ausflippen. Sie haben auf den Sniper-Scav geschossen oben. Wo ich bin. Chris, hast du eine Möglichkeit, aus der Scheißsituation jetzt rauszukommen?
пацаны, так и сладко! Du musst doch gewusst haben, dass ich hier noch unterwegs bin. Und warum habe ich dich nicht springen hören? Okay, die sahen ein bisschen krasser aus. Ne, das müssten die zwei gewesen sein. Alter, ihr habt aber nicht schlecht geschossen mit euren Waffen, ne? Warum nimmt der deinen Doc-Tag mit? Wolltet ihr nicht, dass ich weiß, wer ihr seid? Lustig. Na gut. Die Zeit, wie viel Zeit haben wir denn? Ui. Ah, ich glaube. Wir können es hier runter versuchen. Für den Hinweis. Ach ja, schön. Schön den Chat ignorieren. Hallo, wie geht's euch? Ich bin der Chris.